Für Englisch-Abi. Oh, warte mal. Ist morgen nicht Abi? Schreibt ihr, nee, Freitag. Schreibt ihr Freitag nicht alle irgendwie Abi oder sowas? Ja, bei mir ist das mittlerweile 10 Jahre her, Freunde. Ich habe im Juni, habe ich, Mai, Juni? Ja, Juni habe ich 10-jähriges Abiturtreffen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich habe wirklich viele von diesen Leuten seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, wie gesagt, als wir eben das Abi gemacht haben. Und ich glaube, mit dem Großteil kann ich eh nichts anfangen, weil da sind halt auch viele Spastis dabei, ja. Aber ich werde mir das Klassentreffen trotzdem gönnen, ja. Vor allen Dingen aufgrund meines afghanischen Freunds Malek, mein Bro damals in der Schule, ja. absoluter Vorzeige-Afghane. Nein, aber auf den freue ich mich echt, weil der wird nämlich auch da sein, so wie ich das mitbekommen habe. Und mit dem werde ich auf jeden Fall mal ein paar Worte wechseln. Also da freue ich mich definitiv drauf. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass ich auch den anderen von den Jungs wieder treffe. Jay wird wahrscheinlich da sein. Und Peter, Sepp auch, die drei. Ja, weil Bram und Christian waren ja nicht dabei beim Abitur. Ja, wird witzig. Wird witzig. Vor allen Dingen, ich bin gespannt, wie mein Bro Malek mittlerweile drauf ist. Ja, war früher halt absoluter Assi. Aber er hat was in der Birne. Er hat was in der Birne gehabt, aber er war halt ein Assi. Aber wir haben uns bestens verstanden. Ja, und ich habe irgendwas mit Bankwesen hat er gemacht, glaube ich, jetzt. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was er erzählt. Ja, auf ihn freue ich mich tatsächlich. Malek ist auch tatsächlich, True Story, der einzige Grund, warum ich zu diesem Treffen gehe. Das Ding ist, meine Ex wird da sein, weil wir auch damals zusammen Abitur gemacht haben. Aber heißt also, das wird auch Spaß machen. aber Malek ist tatsächlich mit der einzige Grund, warum ich da bin. Wenn der nicht kommen würde, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht gehen, weil der Rest von meinem Abiturjahrgang juckt mich halt überhaupt nicht. Weil ich bin mal gespannt, was aus den Mädels geworden ist. Vor allen Dingen aus den Mädels, die ich damals scharf fand, als ich noch zur Schule gegangen bin. Weil da waren ja auch ein paar Mädels dabei, die ich echt total geil fand. Aber ich war, ne, in dem Alter stehen Mädels eher auf Ältere. Und vor allen Dingen nicht auf meinen Vollspasti-Dasein mit 18. Aber war geil. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen, also Facebook von den Mädels, die ich früher cool fand, die mittlerweile echt hart verbraucht aussehen. Ja, Grüße gehen raus. Aber ich möchte es halt einfach mal live sehen. Ich möchte, also erster Grund ist Malek. Zweiter Grund ist wirklich, dass ich sehen möchte, was aus diesen Leuten geworden ist. Wie sie heute aussehen, was sie machen. Ja, ob sie, gibt ja auch einige, die haben geheiratet. Gibt auch welche, die sind schwanger. Ja, oder haben sogar schon ein Kind. Und sind sogar in der Heimatstadt geblieben. Also nichts dagegen, aber das ist halt so typisch Keveler irgendwie. Also das wäre das Letzte, was ich gemacht hätte, in der Heimatstadt bleiben. Das ist so richtig so. Oh. Aber okay, wir wollen ja niemanden dafür verurteilen. Mein Ding wäre es halt nicht. Aber es gibt echt, also jetzt, weil du lachst, Phil, ne? Einige von den Mädels, die ich damals geil fand, wo ich echt, oh, ich weiß das noch, als ich damals so, oh, 15 war, 15, 16, 14, 15, 16 so. Oh, da gab es so ein Mädel, ne? Oh, das war so eine ganz kleine. Das war so eine ganz kleine. Und die hatte stahlblaue Augen. Die hatte stahlblaue Augen, Freunde. Also der eine oder andere würde sie als kalt bezeichnen. Ich habe echt gedacht, so, man verliert sich in den Augen von der. Es war eine Süße. Es war eine Süße damals. Wie gesagt, wie alt war ich? 14, 15, 16. Und damals, musst du dir vorstellen, war es der Bio-Unterricht oder war es ein anderer Unterricht? Wir hatten auf jeden Fall unsere Sitzreihen. Je nach Klassenraum waren sie entweder so in Reihen, so hintereinander, halt weg. Ja, für euch dann so zack, zack, zack. Reihe, Reihe, Reihe. Aber da war das so, dass wir wie so ein U geformt hatten. Ja, kennt ihr bestimmt auch. Ja. Unsere Tische und Stühle waren wie ein U geformt. Und in diesem U gab es nochmal so einzelne Zweier, so ein Einzeltisch mit zwei Leuten dran. Und ich saß quasi außen an so einem U und das Mädel, ne, besagtes Mädel, die Kleine, saß quasi schräg vor mir. Alter, und die hat immer Hosen getragen, ich sag's euch. Heute, ich weiß ja nicht, wie es bei euch in der Schule ist oder wie das heute ist, aber heute rennen die ganzen 14-, 15-jährigen Mädels ja alle mit Leggings in der Schule rum, ja, wo ich auch sagen würde, wenn ich Vater wäre, würde ich sagen, du ziehst gefälligst eine gescheite Hose an. Aber damals war bei uns, als ich jünger war, 14 bis 16, waren bei uns Hüfthosen, weißt du, diese tief sitzenden Hüfthosen waren bei uns halt voll am Start, ja. Das war damals der Hit.
damals früher noch, ne, die ganz hochgezogen bis unter den Bauchnabel, die Hosen. Das war damals geil. Aber dann waren die Hüfthosen, ja. Und die saß quasi schräg gegenüber und der hat ständig bei ihr der String rausgeschaut. Alter! Ey, und jetzt müsst ihr vorlegen, ihr müsst euch vorstellen, ich in dem Alter, ne, Vollpubertät, alter Schwede. Das weiß ich halt noch, ne? Ich weiß halt noch genau die, aber worauf ich halt hinaus will, ist, dass die heute so hart verbraucht aussieht, mit nicht mal 30, wo ich mir denke, die fand ich früher in dem Alter so geil, mittlerweile würde ich die wahrscheinlich nicht mehr ansprechen. Also es ist halt echt krass. So, ne? Aber das war damals so. Das war damals so, das weiß ich noch ganz genau, bei der, das sind Sachen, das ist jetzt 14 oder 15 Jahre her, aber das werde ich nie vergessen, diesen Blick, wo sie da schräg vor mir saß, weißt du, und dann, die hatte halt echt eine Top-Figur damals. Sie hatte auch diese kleinen Grübchen am Rücken, so. Und wenn die sich dann so mit so einem Hohlkreuz, ich meine, die wusste ganz genau, ne, dass die Typen halt auf sie standen. Und hat die sich mal mit so einem Hohlkreuz nach vorne gelehnt, dann diese Grübchen und dann der Tanga hinten raus, ne. Freunde, das war meine Jugendzeit, ja. Da hab ich richtig heftig gegeiert. Aber heute würde ich sie, ja, weiß ich nicht, würde ich sie wahrscheinlich nicht mehr ansprechen. Aber das war meine Schulzeit teilweise, ja. Das war teilweise meine Schulzeit. War auf jeden Fall mega, mega interessant. Also da gibt's noch 1000 Stories. Ja, ich mach mal eben kurz nochmal so kurz auf IRL, weil wir spielen ja gerade. So, ja, aber das war, ja, Topski, das war damals schon richtig gegeiert, so, ne? Ich meine, also sorry, in dem Alter ist das wahrscheinlich normal, ja. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder Typ durchgemacht, der jetzt gerade zuschaut. Aber, das ist mein Essen. Ja, moin, okay. Bin sofort wieder da. Essen. Phil schreibt, mit 14 hatte man ja auch alle 20 Minuten eine Latte im Unterricht. Ey, also ich muss sagen, so war ich früher nicht. Also ich habe natürlich früher in dem Alter auch gegeiert, vor allen Dingen, weil mich die Mädels in unserer Jahrgangsstufe halt auch absolut mega uninteressant fanden. Aber es gab, ich meine, jeder von euch kennt das, es gab so 2, 3 Mädels, ja, wo man echt hart drauf gegeiert hat. So, ne? Und die Kleine, die war eine davon. Aber wie gesagt, ich habe Bilder von der gesehen auf Facebook und ich glaube, die ist mittlerweile auch schon verlobt. Die ist, glaube ich, sogar schon verheiratet, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber mein Fall wäre es nicht mehr. Also das finde ich halt krass, wie sich Menschen so über die Zeit verändern können. Ich habe früher wie ein Vollspasti aus, nicht mehr sehe heute noch wie ein Vollspasti aus, aber ich habe früher so behindert ausgesehen, auch mit meinen Frisuren und so, wo ich echt sage, ja, da bin ich nochmal ganz froh, dass ich die Kurve dann nochmal gekriegt habe. Nee, aber ansonsten, manche Mädels sind auch gleich geblieben, wo man bei einem oder anderen Bild habe ich gesehen, ja, okay, die sieht heute immer noch ganz brauchbar aus. Ja, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, das war meine Schulzeit, aber ich war kein Geierer. Ja, ich war eigentlich kein heftiger Geierer und ich kenne diese ganzen Stories außer Bravo, bla, er hat eine Latte im Unterricht gekriegt, oh, was mache ich jetzt, Hilfe? Nie, also da muss ich auch sagen, das sind halt, manchmal habe ich auch so Gefühl, das sind solche erfundenen Stories irgendwie. Guck mal, Ratsding, brauchbar. Ja, come on, ihr wisst doch, wie ich das meine, Mann. Ich schätze Frauen sehr. Ja, ich schätze das andere Geschlecht sehr und ich bin, ne, ihr wisst, wie ich das gemeint habe. Jetzt hört auf dem Wort darum zu reiten, also das ist ja hier, ne, Freunde. Ja, auf jeden Fall, nein, ich war kein Geierer, aber ansonsten gab's, es gibt ja mit Malik, das habe ich ja auch dabei, es gibt ja so viele Stories mit ihm. Weiß ich nicht, ich weiß noch die Story, die haben wir ja auch in den Let's Plays oft erzählt, wo wir da im Jahrgangsstufenraum waren. Malek ist halt, er ist Afghane, er ist aufgrund seiner Religion, ne, ich will jetzt hier nicht über Religion erzählen, aber er ist aufgrund seiner Nationalität und aufgrund seines Glaubens halt Juden gegenüber nicht so ganz gut eingestellt. Und wir hatten damals, das war halt so krass irgendwie, die haben wir auch irgendwann mal in einem Video erzählt, glaube ich, mit den Jungs damals, wo Jay ihm die Beinhaare angefackelt hat und wo er dann meinte so, ey, was fackelst du mich an, bin ich ein
Judo oder was? Ey, solche Sachen halt. Also der Typ hat echt heftige Sachen rausgehauen. Fast alle Mädels haben ihn gehasst aus unserer Jahrgangsstufe. Ich fand viele Jokes von ihm auch nicht. Also war grenzwertig. Aber das Ding ist, dass er halt echt was in der Birne hat. Das war ein super intelligenter Mensch. Also er hat extrem gute Noten geschrieben. Aber musste ich zu ihm auch mal sagen, ey Bro, weißt du, ganz ehrlich, so mit so einer Einstellung machst du dir halt nicht so viele Freunde, ja. Aber klar, als 17-Jähriger lacht man über solche Jokes natürlich, auch wenn man weiß, wie es gemeint ist. Ja, aber, ne, von daher, ich bin gespannt, wie er heute so drauf ist, wie es so ist, ihn nach 10 Jahren mal wieder zu treffen. Und, ja, also ich bin da sehr gespannt, liebe Freunde, ich bin da sehr gespannt. also du ganz ehrlich, also früher im Alter von 15, 16, du, ich hatte keine Beschreibung einer Traumfrau. Für mich war alles, was weiblich war, war Traumfrau. Weil ich so bis 13, 14, 15 halt so echt gar nichts abgekriegt habe. Aber das ist gelogen. Mit 15 hatte ich, wann hatte ich denn meine erste Freundin, Alter? Wann war das denn? 14, 15? Ja, aber mit 13 und so, ich meine, sie werden ja heute sowieso immer frühreifer. Heute ist ja Vögel mit 13 schon angesagt. Das war bei uns ja noch gar nicht so. Ich hatte mit 13 noch nicht mal eine Freundin. Ja, wann hatte ich meine erste Freundin? Mit 14, 15? Ich glaube mit 15 irgendwie sowas, ne? Ich meine ja. Aber dann so mit 15, 16, 17 ging es so langsam aufwärts, Freunde. Da kam der Hadi, ne? Da ging es langsam los, ja, hier. Nee, aber vorher war da Flaute. Ich war aber auch ein absoluter Kasper, muss man nochmal dazu sagen. Ich habe halt nur Scheiße gebaut, ne? Und daher war ich absolut uninteressant für die Mädels, so. Ja, ist lang her. Ist lange her. Der Ani kam raus. Nee, aber ich war früher tatsächlich schon genauso wie heute. Ich war ein, wo soll ich einen Vlog zu machen? FIFA? Ich war früher, ich kann eigentlich mal ein bisschen Musik noch hinterlegen, ne? Okay, keine Ahnung, das ist Cardi B, Bad Bunny und J Balvin. Oh, wenn wir das N-Wort gesagt, direkt skippen. Ich war früher genauso, wie ich heute bin. Ich habe früher mit meinen Tischnachbarn nur Scheiße gebaut. Also ich war ich habe nicht so krassen Scheiß gebaut irgendwie, aber bin halt den Leuten meistens nur auf den Sack gegangen. Und oft halt auch eben meinen Mitschülerinnen. Und das ist Drake. Drake geht klar. So. Ach so, wenn ich zum Abi-Treffen gehe, ein Vlog? Nee, Freunde, das wird absolut privat sein. Ich glaube, dass das ein witziger Abend wird. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass ich mich mit Peter kurz unterhalten werde. Mit Sepp und Jay wahrscheinlich eher weniger. Alter, dieser Burger. Oh, tschüss, Freunde. Oh. Gönnt euch den Burger, Mann. Gönnt euch den Burger. Nö, wir werden uns alle einfach nur, denke ich mal, gut unterhalten. Wir werden ein bisschen was trinken, ein bisschen über alte Zeiten reden. Sowas kommt ja auch hoch, aber weißt du, ich habe halt keinen Bock drauf. Kann mir vorstellen, dass das bei vielen Mädels halt so ist. Ach ja, ich habe schon geheiratet und ach ja, ein Baby ist auch schon unterwegs, bla 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 bla. Also eine Scheiße, die kein Mensch interessiert, ne? Von daher baue ich so ein bisschen auf die Männer, die ich dann auch mal treffe, weil da werden halt auch einige sein, mit denen ich, früher mehr so am Rande zu tun hatte, aber man ist ja auch älter geworden, ja. Alter, der Song geht mir voll auf den Sack. Ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, es gibt auch einige aus unserer Jahrgangsstufe, die gesagt haben, nö, ich habe keinen Bock, zum Jahrgangsstufentreffen zu gehen. Zum Beispiel mein bester Bro Tobias damals. Der kommt leider nicht. Warum ich mich nur mit Peter unterhalten werde? Oh ne, Nicki Minaj muss ich mir jetzt auch nicht gönnen. Weil ich halt zu Sepp und zu Jay absolut keinen Kontakt habe, schon seit 2 Jahren nicht. Was auch nicht schlimm ist, oder was okay ist. Deswegen glaube ich, dass ich mich eher mit Peter unterhalten werde und vielleicht mit Sepp und Jay Smalltalk. Vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich will es nicht beschwören. Ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der dann dahin geht und sagt, nee, also mit euch unterhalte ich mich jetzt nicht. Nee, keine Ahnung. Aber ich will es auch nicht beschwören, so, weißt du. Nee, ist aber ernsthaft so,
dass es da halt auch, dass da auch Typen bei sind, mit denen ich mich, mit denen ich früher nie so viel zu tun hatte, aber worauf ich halt hinaus will, ist, man wird ja auch erwachsen. Und dann freue ich mich schon drauf, mich mit denen auch zu unterhalten. So, aber am meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, interessiert mich halt, was aus den Leuten all geworden ist. Ich sag mal so, wird halt interessant, so was. Mal gucken, ob was aus den Leuten so geworden ist. Ich meine, ey, ich bin jetzt fast 30 und ich mache YouTube, Instagram, Twitch und so. Und ich liebe das. Aber es ist halt kein normaler Beruf. Und ich bin halt, sitze halt nicht in einem Büro oder führe irgendeine Abteilung oder keine Ahnung was. Aber ich find's geil. Und da hat man ja halt auch viel zu erzählen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ein Typ, den ich halt übelst gehasst habe damals, war halt auch ein richtiger, richtiger Lelek einfach nur. Der ist heute so zu so einem richtig harten, also jetzt nichts gegen, er arbeitet halt bei der Sparkasse, übrigens beste Bank an dieser Stelle. Aber er fühlt halt so ein richtiges Lowlife irgendwie, ne? Hat sich damals halt für den krassesten Ficker gehalten, aber ist halt nie aus der Heimatstadt rausgekommen so richtig, ne? Wie gesagt, soll ja auch jeder machen, was er will, aber ich will nur, worauf ich halt hinaus will, ist, dass das, was er früher vorgegeben hat zu sein, ist er heute halt gar nicht. Und er hat auch fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Er sah früher echt nicht schlecht aus. Ist halt einer, der sitzen geblieben ist bei uns aus der Klasse. Aber ist halt einfach ein richtiger Huren gewesen. Und den hat das Karma richtig getroffen. Der sieht heute so scheiße aus. Der ist fett geworden. Und ich freue mich einfach, Leute wieder zu sehen, die ich früher nicht so gemocht habe. Und ich will einfach sehen, was aus denen geworden ist. Nein, ich rede nicht von Jay. Weil Jay ist früher dicker gewesen. Ach Quatsch, ich rede nicht von Jay. Jay ist, das macht keinen Sinn. Weil Jay ist früher in der Schule viel, viel dicker gewesen. Und hat ja in der Zeit krass abgenommen. Von daher kann das schon nicht Jay sein, über den ich rede. Aber ich werde euch auf jeden Fall ausführlich von dem Treffen erzählen. Das ist Anfang Juni ist das. Werde ich auf jeden Fall ausführlich von dem Berggangsstufentreffen erzählen. Dragon Nubi Nub haut einen Sub raus. Yo, Gönnung, The Nose. Vermisse dich bei den Peach zu sehen. Bin mit euch groß geworden. Du, mein Freund. Erstmal danke. Aber ich kann dazu halt einfach nur sagen, ja, es war eine geile Zeit. Und ich kann das verstehen, dass man so dieses Sextett so ein bisschen vermisst. Aber die Jungs machen ja auch weiter ihr Ding. So, ne? Also ich meine, sie sind ja dieses Wochenende, wenn ich mich nicht komplett irre, auf Tour. Oder heute Abend nicht. Sind die nicht heute Abend irgendwie in Hannover? Ich meine, ja. Heute Abend in Hannover, ne?